stehen geblieben. Heute werden wir zum Polizisten in Roblox. Und ja, dafür müssen wir erstmal eine Polizeistation bauen. Und das machen wir am besten, indem wir... Guck mal, wir können so direkt Polizisten anstellen. Hi, Officer. Guten Tag, guten Tag. Und ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall heute eine richtig, richtig krasse Polizeistation. Werden die krasseste Polizei in Roblox. Broxo ist da hinten auch irgendwo am Start. Und den müssen wir... Wir müssen natürlich noch eine krassere Polizeistation als er bauen. Ne? Ist halt so. So, $80 gibt es jetzt hier erstmal. Guck, wir können hinten sogar noch so ein Heli und sowas, so ein Heliplatz sowas bauen und so. Okay, was genau können wir erstmal hier holen? Oh mein Gott, guck ich das mal an, so eine Zelle schon direkt. Hier auch das Fenster schön zumachen, damit die hier ja nicht abhauen, die Leute, ne? Hm, hier haben wir ein bisschen Lobby, dann haben wir hier noch so einen Zellenbereich hier links. Hier nochmal so verschlossene Fenster, sehr gut. Hier, was haben wir hier? So ein kleines Sitzsofa, auf entspannt, ein Fernseher hier mit einem Gesetzten nochmal. Ein paar Pflanzen, muss ja auch cool aussehen. Okay, hier nochmal Eingangsbereich. Uiuiui. Ach, da fehlt jetzt die Knete, ne? Dann holen wir hier nochmal für 75 das. Und jetzt haben wir hier schon wieder $120 am Start. Hm, Sedan-Spawner, was ist 2500? Was ist denn das hier? Sedan-Spawner, wisst ihr, was es ist? Keine Ahnung, was es ist. Oh, so. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal los hier. Und können jetzt hier in der Mitte, glaube ich... Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, wir können hier einfach... Wir müssen sozusagen immer diese Diebe, ihr seht die hier, wir müssen die sozusagen abschießen und sozusagen gefangen nehmen, ne? Das heißt, wir haben hier die Waffe zum Beispiel. Ich schieße jetzt mal hier einen ab, ne? Zum Beispiel den hier. Oh, warte mal, was ist mit dem hier? Oh, oh mein Gott! Was will der? Hä? Was willst du? Stehen geblieben, Polizei! So, den schießen wir mal ab hier und können wir den irgendwie auch abführen. Ja, jetzt ergibt sich und wir nehmen ihn fest. Und jetzt können wir ihn sozusagen einfach in unsere Polizeistation reinbringen, ne? Oh, warte mal, da war noch Geld, oder? Ja, das Geld hier wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, das hier und das hier. Oh, ich höre hier gerade aus der Kommandozentrale. Bringen Sie bitte hier ganz schnell die Figur zurück. Machen wir. Sag mal, der Cop hier, der... Ah, der macht sozusagen genau das Gleiche. Der läuft für mich los und versucht, die Gauner zu fangen. Ja, das, was ja die Polizei auch macht. Okay. Den sperren wir hier erstmal in die Arrestzelle ein. Uiuiuiui. Und da muss der auch 150 Sekunden absitzen. Jetzt haben wir genug Geld und können wir direkt so eine Lobby hier kaufen, ne? Ich würde sagen, wir nehmen das Geld mal und werden uns ein paar mehr Leute einstellen. So, zum Beispiel hier Trooper. Okay, Trooper Stufe Nummer 2. Bam! Angestellt! Troopers! Wir sehen uns dann gleich wieder. 2 von 4 Polizisten habe ich jetzt gerade angestellt. Auto Collect, was kostet denn das hier an Robux? 125 Robux und doppelte Cash. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal eine kleine Finanzspritze. Und zwar holen wir uns mal hier, was kosten $5000 oder $2500? Ja, 100 Robux, die können wir uns von mir aus mal holen. Bam, 2500 gekauft. Sehr gut, jetzt haben wir 2800, machen wir hier nochmal so, 2900. Und dann können wir sozusagen hier uns noch erstmal so einen Sheriff können wir einstellen. Oder sogar so einen Sniper-Schützen, ne? Ja, was man hier, wen von denen sollen wir anstellen? Schreibt es mal hier unten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den hier, den Sheriff, den wir hier anstellen können. So, da vorne ist Broxo. Was haben wir denn hier vorne noch? Da haben wir so einen SWAT-Van, den wir irgendwie hier kaufen können, oder was? Für 200 Robux, ne? Ist halt schon teuer. Und hier sogar ein Heli-Spawner, können wir einen Helikopter spawnen lassen, was? Guck mal, ich kann hier auch zum Beispiel... Ah, okay, das ist mein Radio. Da kann ich dann sozusagen mit den Leuten reden, die um mich herum sind, ne? 1 von 7 Leuten sind sozusagen gerade eingesperrt. Sehr gut. $163 gibt es dafür. Wir können ja mal ganz kurz zu Broxo rüber und mal gucken, wie das bei dem aussieht, ne? Hier vorne bei der Polizeistation. Hat der schon irgendwas krass? Oh mein Gott, hier ist ein Polizist! Oh mein Gott, und der braucht Hilfe! Oh Gott, Officer unter... Oh mein Gott, was hat denn das? Das ist schon für einer hier... Oh mein Gott, okay. Hier, oh mein Gott, Polizeistation, Broxo ist am Start. Bleiben Sie stehen. Ich hab Sie im Auge hier. Was machen Sie hier, Officer Brox? Sehr gut. Officer Brox wird hier unter starkem Beschuss. Ich helfe mal ein bisschen mit dir. Wow. Und genauso wie hier, festnehmen. Bam. Komm, und in die Arrestzelle mit dir. Hm, erstmal so einstellen. Bam, schön das Geld mitnehmen hier. So, bam, 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 das ganze Geld mitnehmen. Bam, zack, haben wir. Jetzt rein mit ihm in die Arreste. Wir haben gerade mal einen von... Wow. Zu dir komme ich gleich da, mein Freund. Wir haben gerade mal einen Dieb eingesperrt, sozusagen, von 7 Plätzen. Wir haben 7 Plätze bei uns im Knast. Und wir haben gerade mal 2 benutzt bisher, sag mal. Dann packen wir die doch direkt mal hier vorne in den hier rein. Na, so, rein mit dir, ne? Das war's. Okay. Wir machen weiter, Freunde. Wir müssen Geld sparen. Da vorne sehe ich doch schon wieder so ein Criminal, ne? Können wir auch noch krassere Waffen kaufen? Hey, Sie da, stehen bleiben! Bleiben Sie stehen, sofort! Sie sind unter Polizeiarrest, haben Sie das verstanden? Oh mein Gott, okay. Ja, der wird hier anscheinend schon verfolgt von irgendjemandem. Hey, Sie, stehen bleiben und zack! Wow, der will... Aua! Was ist mit dem denn los? Bleiben Sie stehen, hören Sie sofort auf! Was ist mit dem? Wieso verschwindet der auf einmal? Der wird zu einem Geist. Hier, so! In die Arrestzelle mit Ihnen, aber ganz schnell hier!
So, Geld einsammeln hier wieder. So, was um ihn herum liegt. Sehr gut. Und zack, Geld eingesammelt. Bam. 1200 Münzen haben wir jetzt schon am Start. Drei Leute sind bei uns gerade gefangen, ne? Ja, wir müssen aber noch mehr fangen irgendwie. Ich würde halt schon gerne... Oh, da sagt sie auch, wir sollen ihn hier reinstecken. So, hier nicht in die hier, sondern in die andere da anscheinend. Okay. Also, Polizeistation ist fürs Erste erstmal gut. Also, wir können sozusagen alles holen, was wir wollen. Was genau haben wir hier? Navy Seal für 500, ne? Oh mein Gott, 500 Robux kostet das. Was? Das ist ja mal mega teuer. Hm, ich würde sagen, wie viel Geld haben wir denn da jetzt gerade da hinten noch auf der Bank? $400. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen hier nochmal hin. Holen hier nochmal schnell so einen Gauner nach Hause. So, hier einen von denen hier, ne? Und festnehmen. Stehen bleiben, Polizei. Und festnehmen. Aua, 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 aua. Hey, die Mafia hat mich geholt. Das war einer von der Mafia, was? Bleiben Sie mal stehen hier, bitte. Bitte hier, mein Kollege, der Mutter hilft mit. Mein Kollege hilft mit Sheriff Nummer 3 da. Sheriff Daniel, sehr gut. Okay, okay. Und jetzt mit nach Hause in die Zelle. Und dich hier. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Wow, 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 wow. Und er gibt sich, sehr gut. Und mitkommen, und zwar Dani. Sie gehen in den Knast, haben Sie verstanden? Sie dürfen hier nicht rumschießen. So, sehr schön, hier das ganze Geld einsammeln. $1000 haben wir. 2 von 7 sind im Knast. Ja, wir lassen natürlich auch die ganze Zeit wieder ein paar frei, ne? Also, wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir die mal ein bisschen drin behalten, da würde ich sagen. So, da sitzt noch einer, da sitzt noch einer. Sehr gut. Rein mit dem. Wo ist er? Da passt er rein. Sehr schön. Und sie bleiben da jetzt auch. Hier gibt es die nächsten 2 Tage nichts zu essen. Verstanden? So, jetzt machen wir die... Okay, wir können die, okay, auf jeden Fall unsere Polizeistation hier noch ein bisschen krasser ausbauen. Hier so ein Teppich auf dem Boden. Hier nochmal so ein Regal. Dann haben wir hier nochmal so eine Pflanze. Hier nochmal so, okay. Alter, was für krasse Sachen können wir für unsere Polizeistation alles kaufen. Sofa, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Dekoration. Dann hier nochmal so ein paar Schränke. Hier so, okay, da kann man ein bisschen... Ein Verhörtisch. Oh mein Gott, guckt mal, hier so ein Verhörtisch mit Handschellen. Ey, wieso sitze ich denn auf dem Verhörstuhl? Ich will nicht verhört werden, sag mal. Ich würde sagen, wir holen nochmal Geld und dann können wir nämlich auch nochmal ein paar neue Polizisten sozusagen anstellen bei uns. Hier, sehr gut. Machen wir den hier nochmal. So, bam, angestellt. Holen Sie mir mal hier auf jeden Fall ganz, ganz schnell ein paar Banditen nach Hause. Ne, das wäre gut. Hier, da holen wir uns auch nochmal für 250. Habe ich noch nicht genug Geld für, ne? 230 habe ich. Bam, jetzt habe ich 250. Sehr gut. Und holen. Sehr schön, habe ich am Start. Der Officer hilft hier auch wieder mit, ne? Ich glaube, wir müssen die ganze Zeit wieder neu anstellen, weil die sozusagen draufgehen. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Was schießt denn hier so krass? Was schießt hier richtig wild um sich? Hier bei der Pizzeria ist hier wieder was los. Stehen bleiben! Und zwar sofort! Ergeben Sie sich! Sie! Auch nicht, doch. Ergeben Sie sich! Sie können jetzt mal sofort stehen bleiben. Und dann war es das mit ihr. Oh Mann, er hört aber. Oh mein Gott, er geht immer. Mann, die werden hier immer nicht. Ich muss sie später irgendwie angreifen oder sowas. Hier, die werden alle festgenommen. Hier, den hier. Der wird auch schon festgenommen. Den habe ich jetzt. Und bam. Sehr gut. Und abschießen hier. Sehr Level. Hier, komm. Und der Bandit hier wird. Ja, ergeben Sie sich. Er ergibt sich. Oh mein Gott, sehr gut. Stehen bleiben sofort. Und bam, da haben wir ihn festgenommen. Sehr schön, Freunde. Dann bringen wir ihn mal ganz kurz nach Hause in die Zelle rein. Und dann geht es erstmal ans Verhör gegen ihn, würde ich sagen. So, hier, komm, ein bisschen Dekoration bauen. Hier haben wir sogar Ausrüstung. Was? Ey, das will ich mir gleich kaufen. Vielleicht können wir da uns eine krassere Waffe holen oder sowas. Und nicht mehr so eine Pistole oder so. So, hier, $79, reicht jetzt schon 180? Das könnte reichen für den Waffenraum, ne? 150 brauchen wir nur und bam! Oh mein Gott, guck mal! Hier gibt es einfach Waffengerüst und irgendwie so noch so Lichter, die wir da kaufen können. Und das Waffengerüst kostet $100. Alter, das ist ja ganz schön krass. Und Waffengerüst gekauft und guckt euch an, was man hier sich für Waffen kaufen kann. Jetzt habe ich hier so eine Pistole. Oh mein Gott. Wo ich schnell schießen kann! Alter, jetzt habe ich so eine richtig, richtig krasse Waffe am Start. Und jetzt kann ich damit die Banditen sozusagen viel schneller festnehmen. Okay, warte mal, wenn der da vorne läuft. Den da, den hole ich mir. Stehen bleiben! Polizei! Und zwar sofort! Hier, den hier. Nee, den nicht, dann den hier. Oh mein Gott. Ja, der wird auch schon... Oh, jetzt hier. Festnehmen! Und abschießen! Ja, er gibt sich, oder was? Okay, okay, anscheinend, keine Ahnung. Was mit dem hier? Der wird auch schon verfolgt. Dann nehmen wir den hier mal. Oh mein Gott, der schießt ja auch ziemlich schnell. Ich schieße ihn ab und er ergibt sich.
Sehr gut, wir können ihn festnehmen. Haben wir am Start. Sehr schön. Er ergibt sich. Er merkt, dass er keine Chance gegen uns hat. Geld einsammeln hier wieder. So, 60 Bar. Geld eingesammelt. Geht's hier nach Hause zu unserer Polizeistation. Und ich muss schon sagen, ich finde so, wir haben echt die krasseste Polizeistation hier auf dem Server, ne? Bisher muss ich echt sagen. So, 200, 300 Dollar gibt's hier nochmal. So. Na, wo haben wir noch eine freie Zelle? Hier, da ist noch ein Platz frei da drin. Und da könnt ihr jetzt auch verkammeln. Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns hier nochmal ein paar neue Waffen. So, hier nochmal diese Waffen. Oh mein Gott, hier. Ich muss jetzt hier einfach jede Waffe nehmen, oder was? Oder ist hier keine krasse Waffe mehr? Oh mein Gott, was ist denn das hier für noch so andere Waffen? Hm, hier noch so Stühle und sowas. Da können wir Ausrüstung auflegen. Hier, Lichter, paar Schränke, falls wir irgendwie was wegpacken wollen. Oder andere Polizisten irgendwas wegpacken wollen. Hier nochmal ein paar Schränke. Dann haben wir hier nochmal so ein Videoband-Rekorder oder sowas. Okay, da haben wir Munition. Und hier am Ziel, an der Wand sogar noch so ein Ziel. Da kann man sozusagen so ein bisschen Schießen üben, ne? Ihr seht das. Hier auch noch ein bisschen schneller. Sehr gut. Dann können wir hier noch, was haben wir hier noch? Pflanzen, bam, Schrank. Und bam, das auch noch. Damit ist unser Waffenraum komplett ausgerüstet, Freunde. Und, oh mein Gott, eine Gang ist gerade in der Stadt und greift an. Aber jetzt aber ganz schnell, jetzt ganz schnell. Alle Polizeikräfte ausrücken und zwar sofort. Okay, okay. Hm, wo ist die Gang? Wo ist die Gang? Hier vorne, die läuft hier irgendwo rum. Wo ist die Gang? Hier vorne irgendwo. Oh mein Gott, hier die riesige Gang. Schnell, alle festnehmen. Stehen bleiben und zwar sofort. Polizei, Polizei. Okay, okay. Oh mein Gott, er schießt hier auf mich. Er schießt hier auf mich. Bam, 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 bam. Den nehme ich mir, den nicht mehr. Drauf schießen. Ja, und festgenommen. Ja, wir haben ihn bekommen. Wir haben die Gang besiegt. Guckt es euch an, Freunde. Ey, wir haben einfach das Gang überhaupt gerade mal ganz kurz hops genommen, ne? Und der geht jetzt auch bestimmt für 25 Jahre ins Gefängnis oder sowas. So, hier durch nehmen wir hier nochmal unsere 800 Dollar. 800 Dollar bekommen wir jetzt schon. Krass. Okay. Und rein mit dir in die Zelle. Und da kommst du erstmal nicht mehr raus. So, wir kaufen hier nochmal neue Zelle. Bam. Die Zelle hier auch noch. Sehr gut. Hier nochmal ein paar, noch ein Verhörtisch. Hier eine Couch, nochmal eine Couch, sehr gut. Guckt es euch an, Freunde, damit ist unsere Polizeizelle. Warte mal, da hinten fehlt ja noch was. Wir haben noch 500 Dollar, vielleicht reicht das sogar. Hier können wir sogar nochmal ein Office bauen. Bam, Office, hier nochmal ein bisschen Sitzgelegenheiten, hier, komm. Oh Gott, jetzt haben wir ja nicht mal mehr genug Geld. Ich muss mir nochmal ganz kurz Geld holen, weil da wird sozusagen nochmal so ein Polizeibüro. Und kaufen und kaufen. So, hier die Schreibtische, sehr gut. Hier nochmal so ein Wasserkanister oder sowas. Sehr schön, Freunde. Und damit würde ich sagen, den Rest kaufen wir im nächsten Mal. Damit würde ich sagen, unsere Polizeistation ist die krasseste in Roblox geworden. Wenn es nicht gefallen hat beim Zuschauen, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo. Dann tut mir den Quatsch, gerne eins von einmal Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.